Komsom, guten Abend. Sagat Pudenz am Apparat. Ich hole dann gleich meinen Wagen ab, ja? Wie bitte? Was heißt hier nicht fertig? Können Sie mir vielleicht mal verraten, wie ich jetzt von Kiel nach Hamburg komme? Das wirft mich völlig aus der Bahn. Ich will einen Ersatzwagen. Besorgen Sie mir sofort einen Ersatzwagen. Das gibt es doch nicht. Sie haben keinen Ersatzwagen. Ich habe mehrere Schmuckstücke nach Hamburg zu transportieren. Morgen wird da meine Ausstellung eröffnet und die Sachen müssen heute noch... Ich bitte Sie, ich schleppe doch nicht Schmuck im Wert von über 100.000 Mark in der Eisenbahn mit mir rum. Was heißt hier bis dann? Herr Hansson, hallo! Aufgelegt. Na, warte. Leihwagen, ich nehme mir einen Leihwagen. Hier der Verkehrsfunk. Achtung, Autofahrer auf der A7 von Kiel in Richtung Hamburg. Zwischen dem Kreuz Bordesholm und der Anschlussstelle Quickborn ist eine Militärkolonne unterwegs. Es handelt sich um einen Stau von 35 Kilometern, der rasch zunimmt. Eine Umleitungsempfehlung kann leider nicht gegeben werden. Auch das noch? Na, dann muss ich ja mit dem Zug fahren. Meine Tageseinnahmen. Ach, wenn ich sie in Hamburg zur Bank. Ach, nun geh doch zu. Bitte, Entschuldigung, ich krieg sonst meinen Zug nicht mehr. Kann ich mir meine Fahrkarte auch beim Zugschaffner kaufen? Ja. Der Zug nach Hamburg, welches Gleis? Gleis 4. Danke, vielen Dank. Halt! Halt, warten Sie! Beeilen Sie sich bitte! Schiss oder was? Bitte? Ob Sie Angst haben? Nein. Brauchen Sie auch nicht alles Vorurteile. Na, ich weiß nicht. So wie Sie aussehen. Wissen Sie, ich finde das auch nicht so besonders toll, wie Sie aussehen. Und trotzdem habe ich keine Angst vor Ihnen. Also Friede, okay? Okay, Friede. Warum krallen Sie eigentlich Ihre Tüten so fest? Muss ja ganz schön was drin sein. Haben Sie vielleicht was zu futtern dabei? Ja. Moment. Haben Sie Hunger? Hunger ist gut, wir schieben tierischen Kohldampf. Tja, dann. Champagner, Alter. Ich habe aber leider keine Gläser dabei. Macht nichts. Hier, Baguette. Und was ist das? Gänseleberpastete. Schmeckt die? Probieren Sie doch einfach mal. Mhm. Haben Sie was dagegen, wenn ich eine Zigarette rauche? No dope. Deshalb sitzen wir am Nichtraucher. Oh, ich verstehe. Entschuldigung. Danke. Werden Sie belästigt? Nein. Kann ich mal eure Fahrausweise sehen? Danke. Darf ich Ihre Karte sehen? Ich habe keine. Bitte? Ich habe keine. Ich bin in letzter Sekunde am Bahnhof angekommen und die Kartenverkäuferin sagte mir, dass ich meine Fahrkarte auch im Zug lösen kann. Einmal Hamburg, bitte. Ach so. Einfach? Wie einfach? Nur hin oder hin und zurück? Ach so. nur hin. Macht 26 Mark und 5 Mark Nachlösegebühr. Macht zusammen 31 Mark. Mhm. 31, bitteschön. Okay.
Da ist doch wohl kein Geld drin. Doch. Das ist doch gefährlich, was Sie da machen, wenn Ihnen das abhanden kommt. Das ersetzt Ihnen keine Versicherung. Ja, ich weiß, aber ich hätte sonst den Zug nicht mehr gekriegt. Seien Sie bloß vorsichtig. Die Fahrkarten bitte. Hamburg-Altona, hier ist Hamburg-Altona, Gleis 10. Aus dem eingefahrenen Zug bitte aussteigen. Bitte aussteigen, dieser Zug endet hier. Ach, heute geht aber auch alles daneben. Wenn Sie ein Taxi wollen, da können Sie lange warten. Die streiken. Wo müssen Sie denn hin? Nach Blankenese. Ja, dann nehmen Sie auch die S-Bahn nach Blankenese. Linie S1. Gleich darunter. Ja, das ist wohl das Beste. Vielen Dank. Sehr schön. Kann ich Ihnen was abnehmen? Um Gottes Willen, nein. Nein, danke. Die sind nicht so schwer. Danke. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen gleichfalls. Alles da. Meine Scheckkarten, den Schecks, über 4000 Mark. Oh Gott, die Fußballfans. Hallo? Keiner da. Ach, ich blöde Nuss. Ich verdammte blöde Nuss. Oh. So, ins Geschäft geht nicht mehr. Nach Hause. Hey, was soll das denn werden, Madamechen? Ich wohne hier. Ja, ja. Und mir gehört Chicago. Was haben Sie denn in den Tüten da? Ich glaube, ich spinne. Schmuck. Haufenweise Schmuck. Und jetzt wollen Sie wohl behaupten, dass das alles Ihnen gehört, was? Ja, natürlich. Habe ich alles selbst entworfen und angefertigt. Ich bin nämlich Schmuckdesignerin. Ja, ja. Und Sie wohnen hier, was? Erlauben Sie mal, ich wohne wirklich hier. Ingeborg Salgert-Pudenz, erste Etage. Da auf der Klingel steht's ja. Unten wohnt Dr. Weller, dem gehört das Haus. Gut abgelesen. Und warum klettern Sie dann über den Zaun, wenn Sie angeblich hier wohnen? Weil ich meinen Schlüssel in der S-Bahn verloren habe, gerade eben. Können Sie sich ausweisen? Nein, meinen Ausweis habe ich auch verloren. Und in dem S-Bahn-Waggon saßen 5 betrunkene Fußball-Raudis. Und in der Tasche, wo mein Schlüssel und mein Ausweis drin ist, da sind auch über 4000 Mark in Bar drin. Und wo haben Sie die denn geklaut? Die habe ich nicht geklaut. Das sind meine Tageseinnahmen von meinem Schmuckgeschäft in Kiel. Aber sowas bringt man doch zur Bank. Die haben extra so Geldbomben dafür. Wollte ich ja auch, aber dann hätte ich den Zug nicht mehr gekriegt. Sie wollen eine Geschäftsfrau sein und haben nicht mal ein eigenes Auto? Doch, aber das ist in der Werkstatt. Schon mal was von Leihwagen gehört? Wollte ich ja. Aber als dem Radio diesen Stau wegen des Militärkonvois durchgegeben haben. Also jetzt reicht's mehr. Aber sagen Sie mal, wollen Sie uns eigentlich verarschen? Klingt alles sehr unwahrscheinlich, was? Das kann man wohl sagen. Kommen Sie mal mit, ja? Du nimmst die Beute. Beute. Ihr Name. Wir müssen doch erst mal versuchen, ob wir meine Tasche nicht noch in dem Zug wiederfinden. Am besten, Sie funken gleich die Bahnpolizei an. Immer mit der Ruhe, Madamchen. Hier wird überhaupt nicht gefunkt. Name. Salgert-Pudenz, Ingeborg Salgert-Pudenz.
Können Sie das mal buchstabieren? Herrgott, noch mal, hören Sie doch anständig hin. Siegfried Anton Doppel Ludwig Gustav Emil Richard Theodor Bindestrich Paula Ulrich Dora Emil Nordpol Zeppelin Ingeborg. So tun Sie doch was. Die Bahnpolizei könnte ja den Zug durchkämmen, damit ich meine Tasche vielleicht doch noch wiederkriege. Da sind auch meine Kreditkarten drin, meine Scheckkarten und dazu die Euro-Schecks. Scheckkarten und Schecks zusammen? Ja, für jedes Konto 10 Schecks. Insgesamt 3 Konten. Aber so blöd ist doch heutzutage kein Mensch mehr. Wer soll Ihnen das denn glauben? Oh, Geburtsdatum. Oh. Gut, dann können wir Sie laufen lassen. Sie haben noch eine Tüte. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre Abfall. Das sind meine Lebensmittel. So was Gutes wie da drin ist, werden Sie Ihr Leben lang nicht zu essen kriegen, wenn Sie so weitermachen. Die Polizei, dein Freund und Helfer, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Hier kommt der HSV, olé! Hier kommt der HSV, olé! Hier kommt der HSV. Ich geh schon. Das ist nun schon das dritte Mal, dass diese Saftmaschine... Sie meinen den Vitamin Turbo 1000? 2000, meine Liebe. 2000! Gerade mal 3 Wochen alt und jetzt schon zum dritten Mal in der Reparatur. Aber da haben Sie ja noch Garantie. Die Garantie, dass er einmal pro Woche kaputt geht, das ja. Vielleicht machen Sie etwas falsch. Wollen Sie mir etwa unterstellen, ich hätte diese Saftmaschine... Den Vitamin Turbo 2000. ...mutwillig kaputt gemacht? Nein, ich meine ja nur... Sie haben hier gar nichts zu meinen, meine Liebe. Sie haben dafür zu sorgen, dass er wieder funktioniert. Ich werde Ihnen einen Reparaturschein ausstellen. Ich will keinen Reparaturschein. Ich will ein intaktes Gerät. Unsere Werkstatt. Kennt das Gerät? Ich weiß, Sie bringen es zum... Dritten Mal! ...in die Reparatur. Ich werde mal sehen, was sich tun lässt. Olaf, bitte. Bitte, Renate, nicht jetzt. Aber ich... Kein Aber. Das hat doch nun wirklich Zeit bis morgen. Aber der Kunde mit dem Vitamin Turbo 2000... Sag ihm, er kann das Gerät Ende der Woche abholen. Aber er ist wütend. Renate, bitte. Ich bin beschäftigt. Ja. Also auf jeden Fall kann ich das für dich tun. Renate, nun trink doch auch mal was. Nee, danke. Ich was ist denn? Ach, du liebe Zeit, schon wieder diese Saftmaschine. Der Vitamin Turbo 2000. Der ist am laufenden Band kaputt. Zum Wohl. Tut mir leid, aber das wird heute leider nichts mehr. Unsere Techniker sind völlig überlastet. Das sollte ich mal machen. Im Dienst Alkohol trinken. Aber ich... Ich werde mich bei Ihrem Chef beschweren. Ha! Dann wollen wir diesmal noch einmal drüber hinwegsehen, Frau Seif. Ja, Herr Müller, danke. Das Motto dieses Hauses lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Hier ist der Kunde König. Wunderbar. Haben Sie Ihre Lektion ja endlich gelernt. Und ich hoffe, auch behalten. Ja, Herr Müller. Tja, denn, Frau Seif, Wiedersehen. Wiedersehen. Ah ja, Frau Seif, bevor ich es vergesse. Ja, bitte. Ihr Äußeres, Ihre Kleidung,
Was ist damit? Sie sollten versuchen, etwas Positives auszustrahlen. Unsere Kunden wollen flotte, fröhliche Menschen, die sie bedienen. Das Leben ist bunt, Sonnenschein, Frau Seif. Wenn Sie meinen? Es ist so, Frau Seif. Nicht da draußen, hier drin, in der Firma Kublitz und Partner. Und Sie haben das unwahrscheinliche Glück, dazuzugehören. Ja, Herr Müller, danke. Noch? Ja. Ja, denn auf Wiedersehen, Frau Seif. Und denken Sie daran, das Leben ist... bunt. Es ist... sehr gut. Wiedersehen, Frau Seif. Wiedersehen, Herr Müller. Müller hat recht. Du musst etwas aus dir machen. Lass dir mal was einfallen. Und warum haben wir noch nie etwas gemeinsam unternommen? Weil du mich noch nie gefragt hast. Stimmt. Du mich aber auch nicht. Stimmt. Also. Was also? Unternehmen wir etwas gemeinsam. Was denn? Weiß nicht. Was machst du denn am Sonntag? Nichts. Fabelhaft, das trifft sicher gut. Nichts. Was machst du denn? Ich geh mit ein paar Freunden zur Trabrennbahn. Ach, das ist aber aufregend. Na, wenn du unbedingt willst, können wir uns da ja treffen. Toll. Also abgemacht. Am Sonntag auf der Trabrennbahn. Und steck dir genug Bares ein. Die nehmen keine Schecks. Zieh dir was Schickes an. Nicht immer so grau. Der Signore seine Signora öfter mal ertronnen. Oder wenigstens mal ab und zu. Danke. Frau Seif, wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns zu sehen. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Natürlich, das reicht ja auch erstmal für die Woche. Neues Outfit für meinen Chef. Ja, natürlich. Für den Chef. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Hier beginnt Samurai in Vollgalopp. Den Spitznamen hat Gringo Island. Führt das Feld in den ersten Bucken von außen 0-1 Vorstoß von Inch. Sichert sich die zweite Position für den Season Leading vor Luca. Das darf nicht wahr sein. Kennen Sie die? Nein, entschuldigen Sie mich bitte, Augenblick. Jetzt wartet doch! Was ist denn los? Warum läufst du von mir weg? Sag mal, weißt du, wie du aussiehst? Na klar. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Na klar, mindestens 100 Mal. Mir gefällt's. Na ja, über Geschmack kann man streiten. Ach, genierst du dich meinetwegen? Ich glaube, es ist besser, wenn wir unsere Wetten getrennt voneinander abschließen. Ja, wenn du meinst. Ich finde mich schön. Bitte schön, die Dame. Zu liebenswürdig. Herzlichen Dank. Sie sind heute zum ersten Mal hier? Ja. Woher wissen Sie das? Ich bin jeden Sonntag hier. Und wenn ich Sie mir so anschaue, dann müssten Sie mir, falls Sie schon mal hier gewesen wären, aufgefallen sein. So ein schönes Pferd. Lady Flash. Muss wegen einer Verletzung leider pausieren. Oh, Sie kennen sich aus. Ein wenig. Da können Sie mir sicher einen Tipp geben. Wetten ist die einfachste Sache der Welt. Man muss nur auf das richtige Pferd setzen. Ja, und welches ist das Richtige? Ein blutiger Laie, wie Sie es sind, geht am besten nach seinem Gefühl. Da, die Nummer 3. Sehen Sie das mit den niedlichen Ohren? Das ist Silver Cloud. Vergessen Sie ihn. Wenn Sie Glück haben, ist er Vorletzter. Das war seine beste Platzierung im letzten Jahr.
Mir gefällt er. Wir dachten in 3 Minuten der Start. Haben Sie schon gesetzt? Ich setze diese Runde aus. Ich wette, dass Silver Cloud gewinnt. Dann setzen Sie Silver Cloud auf Sieg. Aber investieren Sie nur eine kleine Summe. Nein, alles. Wenn schon, denn schon. Noch 1 Minute bis zum Start. Start. 1 Minute. Vielen Dank. Und? Hast du gesetzt? Ja, alles auf Sieg von Silver Cloud. Silver Cloud? Du hast wohl nicht mehr alle, dein Geld so zum Fenster rauszuwerfen. Unter den Startwagen, der beschleunigt und erreicht gleich die grüne Marke. Die grüne Startmarke ist erreicht. Start zum 5. Rennen. Die Führung erobert Zorro, dabei vor Fondan, Wittmann, Domino, dahinter Black Dragon, außen der Favorit, ja. Silver Cloud kommt heran, greift an Silver Cloud und Silver Cloud holt auf. Ich muss mir das leisten. Ausgang des Schussbums ist das Feld nun. Es geht um die letzte Ecke. Domino führt vor Zorro, dabei ist nun auch Silver Cloud. Domino im Einlauf mit der Führung. Silver Cloud kommt außen heran und ist nun an der Seite von Domino. Silver Cloud holt hier auf. Domino und Silver Cloud. Wer macht das? Vorangehen vor Umberto. Viravo hat sich verbessert. Dann sieht man Führing Corner. Cani Corrido ist außen Silver unterwegs. Silver Cloud! 100 Meter bis zum Ziel. Domino noch vorne. Silver Cloud kommt über die Stelle. Große Außenseiter. Ja! Greift an und geht besser. Silver Cloud außen Vorteil gegen Domino. Domino wehrt sich aber. Silver Cloud gewinnt, die Sensation ist perfekt. Silver Cloud gegen Domino und Poisson. Renate! Das ist meine Freundin Renate, die hat gewonnen. Renate! Mark sind ja auch kein Pappenstiel, Frau Seif. 99.310 Mark und 20. Oh, hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal hoch. Sie lebe hoch, 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 sie lebe dreimal hoch. Danke. Renate? Entschuldigung. Vera, Susanne und ich, wir möchten heute Mittag gerne mit dir essen gehen. Ach, mit mir? Ja, warum nicht? Warum wollt ihr denn plötzlich mit mir zusammen essen gehen? Wir möchten etwas mit dir besprechen, so eine Art Geschäft. Frau Seif? Ja, das bin ich. Mein Name ist Sandmann. Mein Kollege Herr Baumüller. Guten Tag. Wir sind von der Rennbahnverwaltung. Ach ja? Unser Mitarbeiter, Herrn Köster, ist ein Fehler unterlaufen. Ja, es tut uns sehr leid, aber wir müssen das richtigstellen. Können wir vielleicht einen Augenblick unter 4 Augen? Ja, natürlich. Bitte, da. Entschuldigen Sie bitte. Wie gesagt, die Wettquote war eine andere. Ich gebe Ihnen guten Rat. Hängen Sie es nicht an die große Glocke. Uns tut es leid und wir möchten uns hiermit für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Eine kleine Aufmerksamkeit. Und wie gut, dass Sie den Scheck noch nicht eingelöst hatten. Ja, danke. Tja, dann auf Wiedersehen. 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 Na, dann verschieben wir das Essen mal lieber, nicht? Tja, tja, ja.
Na denn. Auf meine Schlappe. Mark. Renate Seif. Sehr geehrte Frau Seif, hiermit drücken wir Ihnen nochmals recht herzlich unsere Glückwünsche zu Ihrem Gewinn aus. Ein großes Missgeschick, falsche Quotierung. Die Wettquote war 1 zu 844 statt 1 zu 124. Es handelt sich um ein menschliches Versehen und wir haben daraus auch schon unsere Konsequenzen gezogen. Wir hoffen, Sie hatten dadurch keine Unannehmlichkeiten. Mit freundlichen Grüßen die Direktion! Aber jetzt auf meine Kündigung! Habe ich mir anfangs auch gesagt, Stefanie, du fantasierst dir da was aus. Rolf? Rolf. Ihr seid doch... Ich meine, wir kennen uns nun seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und ihr wart für mich immer das beste Paar, das es je gab. Das Traumpaar. Ihr seid doch... Ich meine, ihr passt doch zusammen wie... Wie Pech und Schwefel oder wie die Faust aufs Auge oder wie der Topf zum Deckel. Ich weiß nicht, ob es noch andere Redensarten gibt. Ich weiß nur, dass sie nicht stimmen. Und seit wann geht das schon? Genau, kann ich dir das nicht sagen, aber schon lange. Mindestens ein Jahr. Der charmante Rolf. Der Rolf, der für alles Verständnis hat. Vor allem für die sexuellen Nöte seiner Sekretärin. Deine Sekretärin? Stell dir vor, der Herr Generaldirektor hat ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Es ist so banal wie im Fernsehen. Du meinst doch nicht etwa diese... Anita. Diese aufdringliche, stillose Person, die bei Rolfs Jubiläum diesen peinlichen Auftritt mit dem Bauchtanz hatte. Diese aufdringliche, stillose Person ist 20 Jahre jünger als ich. Es fing an, wie sowas eben anfängt. Rolf kam immer später nach Hause, hatte immer mehr Termine und irgendwann fiel mir auf, dass seine Besprechungen immer dienstags und donnerstags waren. Dann habe ich in der Firma angerufen, ganz harmlos, um seiner Sekretärin mitzuteilen, dass der Weinhändler abends kommt. Da wusste man nichts von einer Besprechung und seine Sekretärin war nicht da, hat der Pförtner jedenfalls gesagt. Du hast mit dem Pförtner gesprochen? War ja sonst keiner mehr da. Na mein Gott. Der Betrieb hat Feierabend. Natürlich ist die Sekretärin nicht mehr da. Und Rolf sitzt in irgendeinem Restaurant mit irgendwelchen Geschäftspartnern. Das ist doch ganz normal. Und warum immer dienstags und donnerstags? Vielleicht, weil diese Geschäftspartner eben nur dann in der Stadt sind. Stefanie. Wie kannst du deshalb auf die Idee kommen, Rolf betrügt dich? Ich spür's eben. Darf ich dir mal was sagen? Auf solche Gedanken kommt jeder mal. Und eigentlich ist das ja auch irgendwie ganz normal. Ihr beide solltet mal zusammen wegfahren. Einfach irgendwohin. Rio. Was? Er hat mir vor Jahren versprochen, dass wir nach Rio fliegen. Aber immer, wenn ich ihn daran erinnere, hat er keine Zeit. Auch so. Dann fliegst du eben allein. Ich will aber nicht allein. Außerdem weiß ich morgen Bescheid. Morgen hat er Geburtstag. Und? Morgen ist Dienstag. Kannst du nicht mal deine Uhr machen? Das wird an der Zeit überhaupt nichts ändern.
Schatz. Tut mir leid, Schatz, aber die Besprechung hat etwas länger gedauert. Ich bin aber auch gleich da. Ja, ich weiß, dass ich heute Geburtstag habe. Aber ich gehöre nur mal zu den Leuten, die sowas nicht so wichtig nehmen. Nein. Nein, also bis gleich. Mach's gut. Ja. Warum hast du mir das nicht gesagt? Hast du gehört? Ich gehöre zu den Leuten, die sowas nicht so wichtig nehmen. Wie alt bist du denn geworden? Das nehme ich auch nicht so wichtig. Na gut. Also Schrank? Ja, bitte. Sie? Na, das ist ja ein Zufall. Ausgerechnet vor Ihrer Wohnung. Ihnen ist doch nichts passiert? Nein. Alles in Ordnung. Und Sie? Alles in Ordnung. Wissen Sie was? Am besten Sie besprechen das mit meinem Mann. Der regelt das. Mit der Versicherung. Kein Problem. Des Tournell 1929. Chateau La Naissant 1911. Sehr lecker. Schatz. Dein Nummernschild ist kaputt. Was ist mit dem Auto passiert? Nichts Besonderes. Ich bin deiner Sekretärin hinten reingefahren. Meiner Sekretärin? Tja. Aber was viel wichtiger ist, eben hat es einen lauten Krach gegeben. Im Keller. Ich habe mich nicht getraut, nachzusehen. Im Keller? Im Keller. Nein. Ich hab dir schon einmal gesagt, das Regal wackelt. Mein Chateau, La Naissant 1911. Den gibt es auf der ganzen Welt nicht nochmal. Deine Beruhigungstablette. So fällt kein Wein aus dem Regal. F-
Farbton siehe Köppe. Schnell trocknend zum Sprühlackieren. Das gibt's doch nicht. Du hast deine Kreislauftabletten vergessen. Stefanie, wir müssen miteinander reden. Anita hat mir gesagt, du bist auf sie absichtlich draufgefahren. So. Und meine Weinsammlung? Ja. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Wenn du mir was zu sagen hast. Er hat sich von ihr getrennt und sie entlassen. Jedenfalls sagt er das. Dann ist ja wieder alles in Ordnung. Schön, wunderschön. Das freut mich für dich. Für euch. Jetzt solltet ihr aber wirklich Urlaub machen. Ab nach Rio. Tja. Es ist alles wieder in Ordnung. Klingt aber nicht sehr überzeugt. Er hat sich mit ihr immer dienstags getroffen. Was ist mit dem Donnerstag? Mein Gott, hört denn dein Misstrauen niemals auf? Morgen habe ich Geburtstag, da weiß ich Bescheid. Morgen ist Donnerstag. Den Film kenne ich schon. Monika, ich muss gehen. Kannst du nicht mal die Uhr abnehmen? Wieso? Das würde an der Zeit aber auch nichts ändern. Moment. Ich bin's, Schatz. Tut mir leid, Schatz, aber die Besprechung hat etwas länger gedauert. Ich bin auch gleich da. Ja. Ja. Ja, mach's gut. Bis gleich. Schatz, das ist ja unglaublich. Danke, ich danke dir. Bitte, bitte. Oder ist die etwa für Stefanie? Nein, nein, wie kommst du denn darauf? Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Guten Abend. Wir haben geschlossen, mein Herr. Ich habe heute bei Ihnen eine Kette gekauft. Eine wunderschöne Halskette. So formvollendet. Ja, ich weiß. Ich möchte noch eine. Die gleiche nochmal. Wie bitte? Ja, ich will die gleiche Kette nochmal haben. Aber das sind Einzelanfertigungen. So was gibt's nicht nochmal. Mein Gott, haben Sie denn keine Halskette, die wenigstens so ähnlich aussieht wie die, die ich heute Nachmittag gekauft habe? Da könnte ich Ihnen vielleicht was zeigen. Vielleicht nicht ganz so formvollendet, dafür aber um 5.000 Mark günstiger. Na also. Ich hoffe, sie gefällt dir. Es ist nicht die, die du im Schaufenster gesehen hast. Ein bisschen anders. Ich habe lange mit dem Juwelier gesprochen, bis er mir endlich die gezeigt hat. Und ich finde sie noch viel, viel schöner. Sie passt irgendwie besser zu dir. Der Anhänger, formvollendet. Danke. Ich danke dir. Bitte. Und jetzt essen wir etwas, Schatz. Ganz in Ruhe und gemütlich. Comte Juno 1973. Ich habe sicherheitshalber nur Salate gemacht. Damit nichts kalt werden kann. Alles, alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Danke. Mein Mann hat gestern hier bei Ihnen die Kette gekauft. Ja, ein schönes Stück, nicht wahr? Ja, aber Sie hatten noch eine andere, ganz ähnliche, im Schaufenster für 8.400. Vielleicht gefällt mir die noch besser. Könnten Sie sie mir zeigen? Aber die hat Ihr Mann doch auch gekauft. Er hat beide gekauft. Ja. Und eure Reise nach Rio? Macht ihr die nur endlich? Du weißt ja, wie das ist mit Rolf.
Keine Zeit, keine Zeit. Ich finde, die solltet ihr euch aber wirklich nehmen. Jetzt, wo sich alles wieder eingerenkt hat und wo der ganze Spuk vorbei ist. Monika, ich fürchte, der Spuk ist nicht vorbei. Irgendwas stimmt nicht mit Rolf. Ich kann mich natürlich irren, aber... Aber was? Er hat die Beziehung zu seiner Sekretärin abgebrochen. Er hat ihr sogar gekündigt. Stefanie, jetzt mal ganz im Ernst, von Freundin zu Freundin, ein bisschen Vertrauen musst du schon haben. Ja. Es ist gut, eine Freundin zu haben, mit der man über alles reden und der man vertrauen kann. Nein, ich nicht. Nicht mit mir. Also auch freitags. Also auch freitags. Stefan! Ich kenne ihn ja nun etwas länger als du. Also, morgens braucht er seinen Nierentee und abends seinen Blasentee. Das hier ist gegen Sodbrennen. Das sind die Augentropfen, sie sind immer leicht entzündlich. Das sind die Brausetabletten für sein Gebiss, das Fieberthermometer und das braucht er immer zum Blutdruck messen. Die Schlaftabletten, die Tropfen gegen Müdigkeit, die sind gegen den Haarausfall, auch wenn sie nichts helfen. Fürs Herz hilft auch nichts und für den Kreislauf. Und die kannst du wahrscheinlich auch gebrauchen. Und den ja wohl auch. Viel Spaß. Oh, das Wichtigste. Dein Fitness-Cocktail. Aber Stefanie! Stefanie! Monika! Wann nimmst du deinen Nierentee? Jetzt gleich oder in einem halben Stündchen? Thank you. You're welcome. Ladies and gentlemen, we just reached our final cruising altitude on our way to Rio. Fliegen Sie das erste Mal nach Rio? Ja, und Sie? Ja, ich auch. Geschäftlich? Nein, privat. Sehr privat, sozusagen. Ich muss Abstand gewinnen. Ich habe mich von meiner Frau getrennt. Ich habe nämlich herausbekommen, dass sie ein Verhältnis hat. Nein, dass sie zwei Verhältnisse hat. Eins mit ihrem Sekretär und eins mit meinem besten Freund. Ach, tatsächlich? Kaum zu glauben, nicht wahr? Kaum zu glauben. Aber trotzdem, erzählen Sie doch mal.